Herzlich willkommen im Aikido Dojo Seishinkan. Wir heißen euch herzlich willkommen und hoffen, dass euch diese Videoreihe, die wir uns überlegt haben, euch gut gefällt. Ich bin Sina Holkötter und wir wünschen euch viel Spaß. Hallo, ich bin Eckart Hemkemeyer, der Dojo-Leiter. Wir möchten euch ein paar Clips mit Techniken des Aikido vorführen, die ihr dann hinterher als Kopfkino gebrauchen könnt. Wenn man sich die Bewegungen im Kopf vorstellt, kann man sie besser abspeichern und später beim Üben nachmachen. Zuerst möchten wir gerade stehen. Wie man Stina sieht, dass sie den Kopf über dem Oberkörper hat und der wiederum über der Hüfte steht. Und das mit den Füßen kann man nicht so gut sehen, aber das ist. Der Körper hat natürlicherweise ein S hier oben. Dann fängt ein weiteres S an, das ist hier. Und so muss der Körper stehen. Wenn man schief steht, kann man keine Bewegung sehr gut ausführen. Zuerst zeigen wir euch Kaisawaki. Das ist die Basisgrundbewegung im Aikido. Da die Menschen unterschiedlich sind, werden sie auch von den Leuten unterschiedlich ausgeführt. Frauen und Männer, dicker, dünner, groß und klein. Es sieht immer ein bisschen anders aus, aber die Basis muss gleich sein. Jetzt wollen wir euch zeigen, warum man diese Bewegung macht und wie man sie macht. Wenn der Angriff geradlinig ist, versuchen wir an dem Partner vorbeizudringen. Wenn man alleine übt, hat das gar keine Bedeutung. Übt man mit Partner, muss man an dem Partner vorbei. Dazu gibt es Partnerübungen und später bei einem geradlinigen Angriff bewegen wir unseren Partner vorbei. Man sieht, dass ich nicht mehr auf der Angriffslinie stehe. Hier kann man sehen, dass die Füße sich nicht vorher bewegen. Der Fuß dreht in der Luft und setzt ab und bleibt dann so stehen. Was wir nicht machen, ist den Fuß vorher zu bewegen. Und beim nächsten Mal zeigen wir euch, wie wir das ausgeführt haben. Und bis dahin wäre es klasse, würdet ihr den Clip mehrmals angucken, damit ihr auch das, was wir gezeigt haben, visualisieren könnt. Und deswegen bis dahin. Bis zum nächsten Mal.